Wir sind heute bei Gigant in Dinklage und dürfen uns die neue hochautomatisierte Fertigungslinie für die Krone-Achse ansehen. Der Prozess beginnt mit dem Radlager, auch Hub-Unit genannt. Für ABS-sensierte Achsen wird noch das Polrad auf das Lager gepresst, anschließend eine Bremsscheibe aufgelegt und parallel dazu die Radbolzen in den Radflansch gepresst. Abschließend werden die Lochbilder vom Lager, der Bremsscheibe und dem Flansch in Linie gebracht und vollautomatisch miteinander verschraubt. Fertig ist der Radkopf. Vorab wurden das Achsrohr und die Achsstummel bombenfest miteinander reibverschweißt. Anschließend macht sich das gesamte Ensemble, also Achsrohr und Radkopf, bequem auf dem fahrerlosen Transportsystem. Um dann den Radkopf mittels der Achsmutter mit dem Achsstummel zu verheiraten. Und zeitgleich dazu erfolgt die ABS-Prüfung. Jetzt braucht es nur noch den Bremssattel und den Bremszylinder. Der Sattel wird in den 6 Löchern der auf dem Achsstummel integrierten Sattelanbindung verschraubt und der Bremszylinder findet am Sattel selbst seinen Platz. Krone garantiert eine lückenlose Rückverfolgbarkeit des gesamten Prozesses. Alle relevanten Bauteile haben quasi eine Fahrgestellnummer, die alle in einem Dokument erfasst werden, inklusive aller dazugehörigen Prozessdaten wie Pressdrücke und Schraubenanziehmomente. Mit der Verschraubung der Federlenkereinbindung sind wir nun auf der Zielgeraden. Hierbei unterstützt modernste Kameratechnik das geschulte Auge der Werker, um zum Beispiel das Vorhandensein der Herzbolzen und oder die Ausrichtung der Spannplatte zu prüfen. Und jetzt brauchst du noch die spritzwasserresistente Verpackung und ab geht es in Richtung Werlte, Herzlake und Lüthen.